Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Pharmadrama USA. So, Daniel? Da ist doch Daniel, ne? Hallo? Ja. Du heißt doch Daniel, oder? Ja, ne? Ja. Das Ding kannst du hier wegfahren, so, oder? Geht das nicht? Ja, so. Das geht. Gut, ich wollte gerade fragen, ob ich das wegfahren soll. Genau, das Händler. Kommt doch zum Händler. Der Ferguson müsste eigentlich schon unten stehen. Ja. Und ich wäre auch fast dafür. Moment, ich guck mal gerade. Die ist auch weg. Gut. Ach so, nee. Warte mal, die Sämaschine war doch nicht. Irgendwas war doch nicht. Ja, die bringe ich jetzt mit. Ich bringe noch eine mit. Ja. So ein bisschen dran. Ja. Ich habe gerade den Flugangang hier unten. Den bringe ich jetzt hier mit nach Hause, gell? Den bringst du mit nach Hause, genau. Den machen wir Wartung und so ein Kram. Die ID-Sämaschine habe ich ja schon veräußert, gell? Die ist weg, genau. Ich bringe noch die Gruppe mit und das war's dann. Pass auf, ich verkaufe die Presse auch. Und dann kaufen wir eine andere. Und da können wir nämlich die ganze Silagetechnik unten verkaufen. Weißt du, wie ich meine? Wieso eine andere? Bitte? Wieso willst du eine andere Presse kaufen? Na, die man direkt wickeln kann. Warte, ich guck mal gerade, ob die hier gibt. Die habe ich letztes Mal in der Zeitung gesehen. Mehr Technik haben, oder? Nein, die Ballentechnik meine ich. Und auf jeden Fall müssen wir sparen. Das war überhaupt nicht im Plan jetzt, dass die den Steier da kauft für 300.000. Ich brauche noch so viel Kohle. Das ist ein Unding. Ne, die ist gar nicht hier, die Presse, die ich meinte. Ist egal. Dann lassen wir die hier. Ist gut. Dann lassen wir es so, wie sie ist jetzt. Haben wir keine Presse-Wickelkombination? Gibt es keine? Nee, die ist ja noch teurer. Wir haben ja jetzt die Presse hier. Ich habe gedacht, wenn die eine da wäre, die ich gesucht hätte, mit der extra Folie, aber die haben wir jetzt nicht hier. Ist egal. Wir lassen das jetzt so, wie es ist. Und ich bringe den Gruber noch mit weg. Der Flug muss auch noch weg, gell? Der Flug muss auch noch weg, genau. Und das war's dann vorerst. Und dann ist Ausgebesperre. Hier wird nichts mehr gekauft. Und wenn du den Pinky ihr Schlepper siehst, da kommen die Zwillingsreifen darunter. Das ist doch Schwachsinn. Man kommt doch nirgendwo durch mit dem Ding. Wir brauchen keine Zwillingsbereifung. So ein Schwachsinn. Den hab ich grad, der ist gerade auf Feld 40 gefahren, wo ich den Flug weggeholt habe. Oder 41. Ist sie da drauf gefahren aufs Feld? Ja, die ist jetzt am Walzen. Ja, mit dem Riesenteil ist die am... Erstmal weiterarbeiten, auch immer weiter. Ja, klar, das ist schon richtig. Aber die Zwillingsbereife braucht kein Mensch. Das ist absoluter Schwachsinn. Die braucht kein Mensch. Da fährt jetzt mit dem Quad den Dings weg, das ist mir gerade entgegengekommen. Ja, der bringt den dann weg. Das hat dann gepasst anzukämpfen. Bitte der Sapsel hier unterwegs und dann beschwert Spiel. Nee, das ist ja, funktioniert ja. Sonst könnt ihr das ja nicht anhängen. Das geht. Keine Ahnung. Na gut, ich bin jetzt gleich am Hof. Jo. Wo soll ich den Flug hinstellen? In der Halle oder was? Ja, aber ich denke, man macht erst Wartung mit, wa? Muss ich gucken, was dran ist. Bestimmt, Scharen neu und so was. Genau. Krieg mal hin. Alles klar. Bin gleich oben. Tschö. Jo, bis gleich. Hallo? Guten Apparati? Ja. Du kriegst gleich Großbestellung. Was? Du musst eine Großbestellung machen. Der ich Händler hat, glaube ich, Red Bull getankt. Nix da. Da wird nichts mehr gekauft. Du musst Red Bull kaufen. Du hast dein ganzes Gehalt für dieses und das nächste Jahr schon verblasen. Du kriegst keinen Cent Gehalt mehr. Du hast die ganze Kohle, die ich brauche, jetzt hast du schon ausgegeben. Ich hab gesagt, wir kaufen den Drecker, aber nicht jetzt. Wir haben die ganze Kohle verblasen jetzt. Ja, Alter. Ja, nix, Alter. Und verkauf den anderen. Nein, ich hab gesagt, wir kaufen den, aber noch nicht. Wir kaufen den, hast du gesagt. Nein. Nein, du hast gesagt, ich hab gesagt, wir kaufen den, wenn wir uns leisten können. Du solltest den alten verkaufen und noch keinen neuen kaufen. Vor allen Dingen brauchen wir keine Zwillingsbereife, das ist alles Blödsinn. Das ist perfekt für die Bodenschule. Für was brauchen wir denn Quatsch da? Ich fahr jetzt zur Stadt. Was ist denn der bei der Stadt? Der ist eh am Pennen. Der muss seine Mittagspause nachmachen. Dunnerkeil. Unfassbar. Achso, Ferguson. Ja. Machst du den Flug und die Schleppe da, die Unkrautdings? Ne? Achtung, ja. Ich fahr den Tank gleich. Und hier den Tank weg, die machst du am besten in die Spritze rein, oder? Beim Haus in der Garage steht auch noch ein Tank. Da wird die Spritze voll. Was in der großen Spritze drin ist und dann genau. Weiter. Gut, so. Bis gleich. Ich fahre das hier weg, da brauchen wir nichts mehr zu kaufen für, ne? Na, eigentlich nicht. Gut, alles klar. Bis später. Jo, bis später.
Meine Fresse, wenn die Kohle rausgeschmissen ist, wird nichts Schöneres also geben. Du bist ja im Punkt, ja? Ja, ja. Ich habe versucht, hier die Seitendinger abzumachen, geht aber nicht. Echt nicht? Ich glaube, da brauchen wir Spezialwerkzeug für. Der Karren geht auch schon auf den Sack. Warte mal, ich guck mal was. Das ist jetzt ja... Wie heißt das Ding da? 8R oder was ist das? Macht mal gerade. 8R, ja. 410er. 410 PS? Ja. So ungefähr. Wieso, was willst du denn gucken? Ich hätte da viel lieber den JCB. Ja gut, aber ist der jetzt uns hier, der, oder ist der ist ja uns, ja, ja. Oder wie auch immer, oder... Ja, den müssen wir noch, der muss noch umgeschrieben werden, also in der Werkstatt umgeschrieben werden. Macht dann, bevor wir den verkaufen. Rufen wir bei der Stadt an. Wie viel PS hat der? Wie viel? 410? Macht er gerade, ich muss mal gerade Papier raussuchen. Mal gerade in mein Tablet gucken. Der Klaas hätte zum Beispiel 450 und wäre noch billiger gewesen. Jetzt tue ich auf jeden Fall, bevor irgendeiner noch Kohle ausgibt, jetzt tue ich erstmal meinen Kredit abbezahlen. Ich habe 800.000 Kredit. Das ist doch Schwachsinn. Das wird erstmal hier abbezahlt. So. Voilà. Ja, Ralf, ich bin schon am ich komme wirklich in Schwitzen langsam hier. Das hatte ich ganz anders geplant. Eieieiei, es kommt nichts mehr rein jetzt die ganze Zeit. Gar nichts. Das ist unfassbar. 458 PS hat er. 58? Ja. Okay, dann hat er 10 PS mehr. Wenn du fertig bist, kannst du mal probieren, den Bienenkram und die Tomaten zu verkaufen. Ja, Marsch, guck mal. Haben wir einen Anhänger oder so da? Nee, man hat es auf dem Pickup. Wo müsste eigentlich gehen. Bitte? Wo haben wir denn einen Der Grüne steht doch vorm Haus. Achso, ja gut. Weiß ich Bescheid. Okay. Ja, also der wäre so bestimmt nicht gekauft worden. In der Konfiguration mit Sicherheit nicht. Alter, du eine Kohle weggeschmissen. Das ist ja Wahnsinn. Oh, nee. Meine Nerven. Sonderlackierung, Metallic, Pink. Oh. Hat die den verkauft ohne Frontlader drauf? Das ist echt ein Witz. Der steht ja auch noch in der Gegend rum. Gibt das Monstrum, halt wieder ein bisschen Walze dazu ziehen. Das mache ich mit dem Lanz. Oh. Meine Nerven. Ja, genau. Die Unterhosen, ja. Das Lüpfer. Wer bekommt jetzt das Geld her? Meine Nerven, ey. So. Das kommt weg.
My you. So, das kommt weg. Und das. So, und jetzt gar nicht lang gefingert. Kredit abzahlen. Hey, Müller. Yo. Was machst du hier am Automaten? Mein Konto ausgleichen. Servus. Wofür brauchst du Geld? Ich brauche immer Geld. Ich muss mal Kreditbetrug zahlen. Ich habe 850.000 Euro Schulden. Und meine Mitarbeiterin kauft einen Schlepper für 330.000. Ja, hast du doch genehmigt, hat sie mir gesagt. Nein, habe ich eben nicht. Ich bin hingefahren. Sie ist mit ihrem Trecker. Nein, sie ist mit ihrem Trecker hingefahren, hätte ein Angebot von 60.000 für den zu verkaufen. Habe gesagt, wir verkaufen den dann, wenn wir soweit sind. Und außerdem steht der Frontlader für den Trecker, den sie hier verkauft hat, auf dem Hof. Jetzt müsste ich theoretisch nochmal denselben Traktor zurückkaufen, damit ich den Frontlader überhaupt wegkriege. Vielleicht kriegst du ihn ja auch irgendwo noch gemietet wieder oder darfst du ihn dir ausleihen. Kann ja auch sein. Eine Scheiße ist das. Vor allen Dingen in der Ausstattung mit Zwillingsbrauch. Damit kannst du, keine Ahnung, ein Fahrzeug ausrichten, was 30 Meter Breite irgendwo schleppt. Für unsere Maschinen brauchen wir keine Zwillingsbrauch. Das ist Käse. Ja. Das Ding ist ausgestattet mit Metallic-Lackierung in Pink. Ich koch. Ich hab so, wir haben eben mit Pinky gesprochen, ne? Ja. Die hat mir was erzählt, du wolltest irgendwie was umbauen oder so. Ja. Ja, mein Pferdestall. Was, hab ich da noch nichts von mitgekriegt? Ja, weil ich doch keine Zeit hatte. Mein Pferdestall soll irgendwann abgerissen werden. Aber ich habe überhaupt keine Kohle für irgendwas neu zu bauen. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll im Moment, weil ich keine Kohle mehr habe. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass. Das kostet ja auch Geld, das ist es ja, ne? Richtig, ich habe aber keins. Verstehst du? Ich wollte eigentlich ursprünglich von den 300.000, wollte ich vielleicht 200.000 für einen neuen Trecker investieren, die ganze Maschine verkaufen und dann wollte ich den Pferdestall abreißen und dann einen Kuhstall hinbauen. Jetzt kann ich weder den Pferdestall abreißen, noch kann ich den Kuhstall hinbauen, weil ich wieder keine Kohle habe. Jetzt kommt der Kinski seine Scheiße noch dazu, die ich bezahlen darf. Dann habe ich irgendwo noch ein Fahrzeug in einem See gehabt, wo auch noch Umweltschäden auf mich zukommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das bezahlen soll. Und Umbau können wir überhaupt nichts mehr. Null, weil die Kohle weg ist. Also geht der Hof den Berg runter, also quasi... Wenn es so weitergeht, geht es unter, ja. Wie die Titanic, ganz schnell. Ja. Ja. So ist das. So sieht's aus. Ja, ich wollte eigentlich mit dem Händler ein bisschen quatschen. Und da habe ich dich hier gerade stehen sehen, deswegen. Ah, okay. Ja, lass ihn dir mit Ohr hauen. Dann mach's ja, gut, ne? Super Connection habe ich da. Man kriegt alles so ein bisschen billiger teilweise. Also ja. Von daher gesehen. Aber du günstiger kriegst, muss ich mehr bezahlen. So sieht's aus. Irgendwo muss jetzt eine Kohle reinkriegen. Ja, das, ne? Kann ich mir vorstellen, ja. Ja, weiß Bescheid, ne? Ja. Alles klar, hau rein, ne? Jo. Viel Spaß. Ja, ciao. Ciao. Achso, wo sind denn deine zwei Mitarbeiter? Die haben so gut gearbeitet, die habe ich jetzt mal just den Tag Urlaub gegeben, weil die haben ja auch mitgetrunken. Das ist ja genauso wie hier der Daniel Hernandez, der hat Sonderurlaub gekriegt wegen dem Trinken und so, ne? Okay. Naja, dann. Ja, wer gut arbeitet, kann gut trinken und darf auch gut Urlaub machen. Also von daher gesehen passt das. Ja, Urlaub machen können die bestimmt gut, die zwei, das stimmt. Ah, die sollen mir mal eine schöne Schnitte mitbringen, ne? Oder lieber das? Hau rein. So, guck mal. Ciao. Jo. Anschaffen wir eine Maßnahme. Genau, ich schicke sie auf den Strich. Genau, so machen wir das. Aber bei den Verhandlungen, da versteht ja auch keiner die. Wenn die anfängt zu verhandeln, dann laufen sie alle weg. Dann sagen sie, ja, was willst du? Was machst du? Nichts machst. Was willst du machen? Nichts machst du. Da versteht ja kein Mensch die. Aber wenn eine Maßnahme, das stimmt ja. Warum kostet das denn immer noch 2000 Punkte, die Titanic? Das darf ja eigentlich auch nicht sein, das ist doch umgestellt worden. Ich fasse es nicht mehr. Moment, ups. Ich muss noch tanken. So. Genau, jetzt wollen wir mal gucken, wie unser Feld aussieht da unten. Wann das abgeerntet werden kann. Das ist immer noch nicht erntereif. Das wäre nächsten Monat, glaube ich. Ja. Genau. Das haben wir alles ab. Genau.
Da rufe ich mal die Stadtfuzzi an, genau. Oder? 3 Uhr müsste ja fertig sein. Ich glaube, ich rufe mal den Sapfel an. Um 3 Uhr müsste die Pause ja rum sein. Aber gut, meine lieben Freunde, das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, kommt im Teamspeak vorbei. Der Name steht in der Videobeschreibung. Und bis dann, haut rein. Tschüss.